So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge vom Fußballmanager 13 mit dem 1. FC Nürnberg und natürlich immer noch mit mir. Und ihr seht im Hintergrund, ein bisschen was hat sich getan. Ich habe hier mal eben unser Profilbildchen eingefügt, das schöne B mit dem Fußball unten links. Unser neues Profilbildchen ist, denke ich, ganz nett, dass wir das jetzt hier auch mit im Spiel haben, wie schon zuletzt in der letzten Saison im ersten Let's Play vom FM 13, wenn man so will, mit den Aachener noch. Da hatten wir noch das alte, jetzt haben wir das neue drin. Und bevor wir jetzt gleich richtig loslegen und richtig reinstarten in die neue Aufnahmesession, noch der kleine, beziehungsweise eigentlich der riesige Dank, mal wieder an den lieben Krauersau, der sich die Mühe gemacht hat, ein paar Bilder zu erstellen. Kiyotake, nicht Hasebe zum Beispiel, da hatten wir zwar schon ein Bild, allerdings hatte er da noch das Wolfsburg-Trikot an. Jetzt also alles aktuell im schönen Club-Trikot, von dem her dickes Danke. Ich denke, da werden in Zukunft nochmal ein paar Bilder kommen. Den lieben Krauersau, den Namen, den werden wir im Let's Play also noch ein bisschen häufiger hören. Von dem her, vielen herzlichen Dank an der Stelle und ich würde sagen, ich habe ein bisschen was vor. Ich habe ein bisschen was vor, was wir jetzt in dieser Aufnahmesession machen und ihr habt es vielleicht mitbekommen in der letzten Folge, beziehungsweise ich habe gegen Ende der letzten Folge angesprochen, dass demnächst ein Transfer-Special-Video kommen wird. Das wird jetzt doch nicht kommen, beziehungsweise ihr habt es ja gemerkt im letzten Video unter den Kommentaren, dass ich es da so ein bisschen angekündigt habe. Hat folgenden Hintergrund, ich habe mir gedacht oder ich habe schon von vornherein so geplant, dass ich Anfang dieser Saison, sprich jetzt in der ersten Saison mit dem Club, nicht gleich einen Rundumschlag machen möchte und komplett die Mannschaft umkrempeln möchte und ewig viele Spieler einkaufen möchte. Von dem her habe ich mir gedacht, ist es vielleicht ganz gut, dass ich mehr so ein kleines Specialchen mache, wo Leute die Möglichkeit haben, natürlich wieder ihre Kommentare zu schreiben, aber nicht, dass ich wieder am Ende irgendwie 250 oder 300 Vorschläge habe. Ist ja wirklich geil, dass so viel zusammenkommt, aber ich denke, da werden wir jetzt nur vereinzelt, sage ich mal, sprich punktuell versuchen, uns irgendwie und irgendwo zu verstärken und ich habe auch schon einige Spieler mal ins Blickfeld gepackt, aber wie gesagt, der große Umbruch ist jetzt eigentlich nicht geplant. Sicherlich auf der einen oder anderen Position werden wir mal ein bisschen probieren, ein bisschen testen. Ist auch ganz logisch, dass wir jetzt, sage ich mal, als neuer, in Anführungszeichen neuer Clubtrainer ein bisschen frischen Wind mit reinbringen wollen. Gar keine Frage, aber wir wollen jetzt nicht hier voll den Rundumschlag machen und die ganze Mannschaft umkrempeln. Das ist nicht der Sinn der Sache, vor allem nicht jetzt hier in der ersten Saison. Und von dem her würde ich sagen, habt ihr ganz, ganz nette und viele Kommentare geschrieben. Das ist jetzt gar nicht so lang her. Ihr seht, wir haben es jetzt gerade bei mir 21.05 Uhr. Das letzte Video ist um 6:30 rausgekommen und dann habe ich gleich noch drunter geschrieben, dass ihr mir gerne Spielervorschläge machen könnt, denn ich muss eigentlich fast heute aufnehmen, sonst wird es ein bisschen knapp mit weiteren freien Tagen sozusagen für mich, wo ich für euch ein paar Videos aufnehmen kann, denn das ist momentan zeitlich alles ein bisschen begrenzt und damit ihr die Woche über versorgt seid, muss ich jetzt praktisch heute so ein bisschen mehr aufnehmen, dass das alles klappt, aber muss euch nicht interessieren, nur so am Rande. Und von dem her würde ich sagen, starten wir einfach rein. Die ganzen Spieler, die ich jetzt vorlese, das sind Vorschläge von euch. Da ist noch gar nichts von mir mit dabei. Die sind alle schon mal im Blickfeld. Sicherlich, es waren noch einige mehr, die ihr vorgeschlagen habt. Aber ich habe jetzt mal die rausgenommen, die mir ganz gut gefallen. Vielleicht noch ein paar Namen, die häufiger gefallen sind, die jetzt nicht mit dabei sind. Man zum Beispiel ein Max Meyer. Den ich aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so ein Fan von, Spieler aus einem vorigen Let's Play damit reinzunehmen. Also wenn ich an Max Meyer jetzt denke, denke ich jetzt im Real Life an Schalke, wie er da momentan abgeht. Und wenn ich da an den FM denke, dann mehr an Aachen. Sprich, da möchte ich nicht jetzt noch Meyer und dann auch noch, was weiß ich, Borsjuk und Co. alle mit rübernehmen hier zum Club. Ist nicht so mein Ding, von dem her bleibt er da, wo er ist. Ganz klar, man kann natürlich mal einen mit rübernehmen, gar keine Frage, aber Meyer möchte ich jetzt erstmal nicht, vor allem, wenn wir mal reinschauen, ich weiß gar nicht, wie Meyer momentan hier noch bewertet ist. Wenn wir ihn finden würden, beim FC Schalke 04 finden wir schon mal gar nicht, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, oder habe ich ihn falsch geschrieben, aber er wird doch so geschrieben, da ist er doch, 16 Jahre. Ja, 2,9 Millionen. Ging es sogar. Ihr seht, wir haben 4 Millionen, jetzt seht ihr das, wir haben 4 Millionen Gehälter, 3,9 Transfers haben wir sozusagen da, um investieren zu können. Aber das wird schon kritisch mit dem, was ich vorhabe und mit dem, was ihr mir auch für Talente geschrieben und geschickt habt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt sagen, wir starten einfach mal rein, gehen mal so ein bisschen die Liste durch, was wir alles so mit drin haben. Wir haben Richairo Zivkovic von Groningen, ganz, ganz starkes Talent, 15 Jahre noch jung. Allerdings, ihr seht, der ist noch kaum gescoutet. Das ist jetzt bei vielen so. Levin Öztunali zum Beispiel, das ist einer, den ich mit reingepackt habe. Fände ich ganz interessant, den irgendwie mit rüber zu lotsen. Club als Ausbildungsverein, ne? Wäre, sage ich mal in Anführungszeichen, ein bisschen realistisch. Sicherlich momentan nicht, weil er erst zur Leverkusen gewechselt ist gerade mal. Aber von dem her, ne, würde so ein Spieler vielleicht doch mal zum Club kommen. Vielleicht nicht ganz von dem Kaliber, aber so die Richtung, sage ich mal. Um zumindest mal
einen weiteren Schritt in der Karriere zu machen. Sicherlich wird er nicht für immer beim Club bleiben. Ganz klar. Jonathan Tah oder Jonathan Tah, ich weiß gar nicht. Aber ich glaube Jonathan, wenn der aus Deutschland kommt, wobei. Elfenbeinküste auch noch. Der wäre ganz interessant. Und der wurde von euch sowas von oft gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. War richtig krass. Also sehr, sehr viele Wünsche, dass wir ihn holen sollen, den guten Herrn, für die Innenverteidigung. Natürlich auch erstmal einer für die zweite, einer, den wir aufbauen können, ganz klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Von dem her würde ich auch sagen, den möchte ich auf jeden Fall mal scouten. Denn wie gesagt, wenn der so oft von euch gefordert und gewünscht wird, dann wollt ihr den sehen. Dann wollt ihr den haben und dann machen wir das mal. Jetzt habe ich es weggeklickt, machen wir hier weiter. Bakali, ihr merkt, das sind alles ganz, ganz junge Leute, ganz, ganz viele Talente, die ihr vorgeschlagen habt. Aber das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen möchte. Denn die Grundmannschaft, das Grundgerüst, um das vielleicht nochmal kurz zu zeigen, das steht ja eigentlich, ne? Wir haben gesagt, so ein Offensiv-Allrounder wäre mal noch nicht schlecht, dass wir da jemanden zusammenkriegen. Hinten Innenverteidigung auf jeden Fall noch jemanden, weil der Bandy eher schlecht sein wird, nicht so zu gebrauchen sein wird und ein Marcus Antonio den Verein verlassen wird. Hoffe ich, dass wir den loskriegen. Von dem her hätten wir dann nur zwei nominelle Innenverteidiger und das ist doch ein bisschen wenig. Sprich, da würde sich Tah nicht anbieten, aber da mit Tah und noch einen anderen, ne? Das wäre, denke ich mal, so das, was wir dann vorhätten, weil Tah kann ich nicht mit reinschmeißen. Stellt euch vor, Nilsson oder Pogatetz verletzen sich mal für 2 Monate oder so. Da kann ich keinen Tah reinschmeißen, noch nicht. Mit seinen im Spiel, was ist er gerade mal im Spiel? 16 Jahre oder was? Oder 15 vielleicht sogar. Ich glaube 16. Machen wir nach Alter. Ja, 16 Jahre. Also das ist krass, ne? Das können wir nicht machen. Aber ganz, ganz interessant, auf jeden Fall. Bakali, ihr seht, der hat schon ein Gehalt von 310.000. Also das ist schon ein bisschen besserer Spieler. Da müssen wir auch mal gucken. Ich weiß nur noch nicht, wir haben jetzt ja momentan nur 2 Scouts, wen wir genau scouten sollen. Endogan Adili auch vorgeschlagen wurde, auch vorgeschlagen worden, hat aber auch erst Stufe 3 beim Scouting. Branimir Gota, den habe ich nochmal mit hinzugefügt. Fände ich geil, ne? Das wäre so ein Offensiv-Allrounder. Guckt euch das an, der könnte echt überall spielen. Den hatten wir ja auch schon, den hatten wir ein bisschen gespielt bei Haken, aber den haben wir gleich wieder verliehen. Den fände ich ziemlich nice, muss ich sagen. Also da hätten wir mit Drimic, mit Irgota, mit Eswein, mit Mack, mit Kiyotake, hätten wir, denke ich, schon richtig Kreativität da vorne drin. Fände ich geil. Stufe 7, jetzt gucken wir mal, wen ich noch habe. Fabian Scheer, das wäre halt so ein Typ, den ich noch dennoch perfekt reinpassen würde, fände ich. Der würde noch so perfekt reinpassen. Da hätten wir mit Pogatetz, mit Nilsson und mit Scheer 3 ganz, ganz starke Innenverteidiger oder 3 Innenverteidiger auf einem Niveau vor allem auch. Fände ich ziemlich nice. Und da hätten wir noch den anderen Allrounder, nämlich André Hahn, der auch von vielen vorgeschlagen wurde. Hat mich fast ein bisschen gewundert, denn ich kenne den gar nicht so richtig. Aber da sind echt auf YouTube und auf Facebook viele Leute gekommen, die ihn vorgeschlagen haben. Anscheinend bei Offenbach vorher. Okay, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich gar nicht so. Und weiß auch nicht, dass der so gut ist, dass den jetzt so viele vorgeschlagen haben. Aber gucken wir mal schnell rein. Wichtige Fähigkeiten für RM oder LM ist egal. Hat natürlich nicht so die Top-Werte. Hat auch nur 5 von 10 Sternen, klar. Trotzdem einen deftigen Marktwert und ein deftiges Gehalt. Aber ist halt auch erst 21. Geht noch was, ne? Lass den mal eine gute Saison spielen. Wer weiß, wo das dann noch hinführt. Klar. Und wer auch schon auf Stufe 10. Wieso eigentlich? Warte mal, bei uns? Nee. Komisch. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Cohen. Gut, den haben wir nicht. Das sind dann alles diejenigen, die wir loswerden wollen. Müssen wir, glaube ich, auch noch Packard mit draufpacken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Okay, da geht schon mal ein bisschen was voran. Sehr schön. Nee, aber jetzt ist die Frage, ne? Ich glaube, Scheer möchte ich auf jeden Fall mal noch scouten. Spieler scouten. So, er hier. Okay. Also Scheer möchte ich eigentlich schon holen. Aber ist krass, ne? 3,77 Millionen. Gut, wenn wir die alle verkaufen. Wenn wir mal reinschauen. Cohen, ja, sagen wir mal 1 Million. Franz 1 Million, hätten wir 2. Und dann so, ja, hätten wir schon 4 Millionen grob, ne, die wir nochmal dazu bekommen. Wenn alles so klappt. Wäre schon geil. 4 Millionen, jetzt haben wir gesagt, Packard wollen wir auch noch angehen schnell. Packard, Transferstatus ändern, 2,1 Mille wert. Ich bin halt nicht so der Fan von ihm, muss ich sagen. Er wäre schon nicht schlecht, weil halt doch auch mal, ja, hier ein Sturmtank ist. Was haben wir bei Ginczek? Strafraumstürmer und Drimic, Dribbler oder was? Auch Strafraumstürmer, Frohnatur. Ich weiß nicht, Packard. Ich packe ihn auf jeden Fall mal auf die Transferliste und dann gucken wir mal. Beziehungsweise ich werde ihn auch gleich anbieten. Also ihr merkt, ne, ich will ihn schon eher loswerden. Wir schauen mal, verkaufen.
2 Mille. Den Bayern anbieten, genau. Wolfsburg vielleicht auch nicht, aber zweite Liga wird nicht interessant sein. Dritte erst recht nicht. England, Aston Villa. Schauen wir mal, wer hat einen Bedarf? Das könnte was werden, genug. Nee. Schade, Niederlande auch nicht. Schweiz, Basel. Spanien, Real. Das wäre mal so lustig, wenn das mal klappen würde. Aber gut. Wenn wir hier mal runtergehen. 1,5. Leihe mit Kaufoption. Leihgebühr von 1,5 Millionen, genau. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir müssen es mal so probieren, dass wir sagen, dass wir den Spielagenten mit drauf haben. Halt, jetzt bin ich wieder falsch. Spieler anbieten. Und dann müssen wir halt da mal eine Summe ausrufen. Ich würde sagen, wir machen mal 1,8, oder? Spieler hat von seinem aktuellen Verein die Nase voll. Kommen wir mal 10. Gucken wir mal, was passiert. Ich glaube nicht, dass wir da was kriegen, aber mal schauen. Mal gucken. Okay. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, und da auch nochmal ein Dankeschön an den lieben Grauersaut an der Stelle, was ich zwar machen will immer, aber was ich wirklich so gut wie immer vergesse, ist, dass ich die Spieler, die gut sind in der zweiten, auf jeden Fall mit rüberpacken möchte fürs Trainingslager in die erste. Und zwar für 4 Wochen. Also die sollen damit fit werden und, sag ich mal, auch so ein bisschen den Profibereich kennenlernen. So, Aktion in die erste Mannschaft verschieben. Das machen wir jetzt mal bei 3, 4, 5 Leuten. Ich würde sagen, Stepinski noch 4 Wochen. Zack, und den haben wir noch. Stefan, Rosinger, Koschowski. Ja, Stefan ist halt ein Keeper noch. Ne? Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Da haben wir jetzt Rakowski, Schäfer. Ja gut, da können wir, oder? Oder. Uphoff haben wir da noch mit drin. Ne, lass ich mal so. Reicht erstmal. Also die beiden da, oder die drei, die wir jetzt mit rübergezogen haben, die dürfen mal für die erste Woche mit hin. Okay, was ich jetzt noch schnell gucken möchte, fällt mir gerade so ein. Voreinstellungen. Mails mit rechter Maustaste direkt löschen können. Genau. Dass wir die mal gleich löschen können. So, New Center. Klappt. Sehr schön. Okay, dann haben wir das auch. Wunderbar. Nee, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge? Nee, Spaß. Dann können wir eigentlich mal ein bisschen voranschreiten, oder? Gibt's noch was zu tun? Ich guck mal schnell auf mein Zettelchen. Wir könnten mal noch die Jugendmannschaft ins Trainingslager schicken. Das könnten wir eigentlich nochmal machen. Machen wir doch mal ein paar Tage. Ja, Europa soll's schon sein. Feldspielerfähigkeiten nach Bisham Abbey, nach England. Ja, richtig geil, oder? Machen wir mal 10 Tage. Alle Jugendteams schicken 88.800 Euro. Ab der Fisch. Okay, haben wir das. Sehr schön. B-Jugend. Da haben wir uns neulich schon durchgeklickt. Was auch vielleicht noch ganz interessant ist, aber wir müssen eigentlich mal langsam voranschreiten. Wir sind immer noch beim ersten Tag hier. Richtig krass. Ist, dass wir die Spieler mal versuchen, hier zu verkaufen. Plus, die werden wir nicht loskriegen, ne? Das ist das Problem. Vertragsspieler anbieten, die sind zu schlecht. Schauen wir mal, ab in die dritte Liga. Wacker Burghausen. 10.000. Schade, irgendein Schlechter muss den doch haben wollen. Mensch, Leipzig. Baumi will ihn nicht. Darmstadt, Bergi wollte ihn auch nicht. Erfurt. Das wäre geil, ne, wenn man das noch so interaktiv spielen könnte. Dass das alles irgendwie zusammenhängt, ne? Bergi bei Holstein Kiel, Baumi bei Leipzig und so weiter und so fort. Das wäre ja mal Hammer. Aber geht leider nicht. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo was haben. Ups. Nach Aachen, ja, das wäre ein Ding. Schade. Okay. Haben wir nichts. Das wurde ja auch von euch vorgeschlagen. Das war jetzt, passt mal auf, das war einen Timmy Thiele, der jetzt ja bei Dortmund 2 ist, für unsere zweite uns holen wollen. So ein bisschen als Gag, ne? Klar. Wäre auch was. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir mit dem Geld, mit dem bisschen Geld, was wir haben, auch was anfangen können, ne? So, Max Nabe, vielleicht können wir den noch anbieten. Keeper. Dritte Liga unter Haching. Das gibt's echt nicht. Spieleragenten beauftragen, mach ich mal. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas hinkriegen. Nochmal 10.000. So.
heißen. Dittgen, Vertrag, Spieler anbieten, die sind alle zu schlecht. Das hat keinen Sinn. 10.000, Leihe mit Kaufoption, dann machen wir hier mal. Machen wir hier 1.000 Euro, komm. Und dann hier 15.000 beauftragen, okay. Haben wir Dittgen, machen wir jetzt, ne? Spieler anbieten. Ach, geht auch noch so. Mensch, kann ich die nicht alle verkaufen? Sind alles gekommen, aber das hat ja keinen Wert, mit denen zu spielen. 1.000. So, so und so. So, dann haben wir noch Tekerci. Die machen wir auch noch schnell. Spieler anbieten. Den können wir verkaufen, das ist schön. Für 10.000 auch. So, und dann warten wir erstmal ab, was da passiert und gucken dann weiter. Hätten wir zumindest schon mal ein bisschen ausgemistet. Wäre ja schon mal was. Okay, so haben wir das. Jetzt bin ich am Überlegen, habe ich noch irgendwas, was ich mir notiert habe, was ich mir irgendwo unter die Ohren geschrieben habe. Ich glaube nicht. Kaderplanung haben wir schon gemacht, beziehungsweise Kaderanalyse, ne? Genau, die sind wir, da sind wir dabei zu aktualisieren. Dann können wir das erste Mal, nachdem wir noch, nee, können wir auch nicht mehr hier irgendwas Privates machen, dann können wir eigentlich mal weiterklicken. So. Mal ein Teilchen weitergehen. Marcos Antonio geht schon los. Zweiter Tag gerade mal im Verein und schon die ersten Personalien, um die wir uns kümmern müssen. Dynamo Dresden kommt auf uns zu. Was bieten sie denn? Marktwert, ach da, was, Leihgebühr? Ach, das geht jetzt nur per Leihe, weil er ja erst gekommen ist. Stimmt, wir müssen wieder ein Jahr zurückrechnen. Genau. 20.000, Kaufoption 200.000, Gehaltsübernahme 100%. Ja, würde ich unterzeichnen, oder? Dynamo Dresden, kann er gerne hin. Kann er gerne hin, Marcos Antonio. Sinan Tekerci, Elversberg bietet 10.000. Vertrag unterzeichnen, bei solchen können wir das machen.